Hallo, Grüße, wir sind von Kompakt TV. Sehr schön. Keine Frage. Spüren Sie, dass in der Bevölkerung quasi die Sympathie für die SPD nachgelassen hat? Nö, überhaupt nicht. Am 22. September wird der neue Landtag in Brandenburg gewählt und wir sind heute im tiefsten und wildesten Brandenburg, nämlich im kleinsten Landkreis von Brandenburg, Oberspreewald-Lausitz. Verwaltungssitz ist Senftenberg, heute ist hier Markttag und hier kandidiert für die AfD Fabian Jaak, ein junger Landwirt, 27 Jahre alt. Die Lausitz gilt als AfD-Hochburg und wir begleiten heute Fabian und stellen uns die Frage, warum ist die AfD hier so stark und warum engagieren sich junge Leute für die AfD? Jetzt droht ja die SPD an die zweite Stelle zu rutschen, hinter die AfD zum ersten Mal seit Jahrzehnten. Woran denken Sie, liegt das? Werden wir sehen, ob das so kommt. Wir kämpfen weiter und ich gehe davon aus, dass wir gewinnen werden. Man sieht ja hier auf dem Marktplatz auch, dass beim AfD-Stand viel mehr Leute sich versammelt haben als bei Ihnen. Spüren Sie, dass in der Bevölkerung quasi die Sympathie für die SPD nachgelassen hat? Nö, überhaupt nicht. Auch wenn das vielleicht bei Ihnen so ankommt, bei uns ist es nicht so. Hallo, Grüße, wir sind von Kompakt TV. Sehr schön. Keine Frage? Nein. Aber die Linke, die droht da rauszufliegen aus dem Landtag. Warum? Gerade nicht. Ihr Spitzenkandidat, der Robert Krumbach, der ist ja nicht so gut auf die AfD zu sprechen und hat sich auch offen gezeigt für ein Verbotsverfahren. Finden Sie das gut, die Einstellung, oder eher schlecht? Also wie ist die Stimmung da an der Basis vom BSW? Die ist nicht anders. Also das, was der Landesvorsitzende, auch Spitzenkandidat, richtigerweise gesagt hat, sehe ich nicht anders. Okay. Also Sie sind gegen eine Koalition mit der AfD, gegen Zusammenarbeit? Also es gibt einfach inhaltlich zu viele Differenzen. Also es aus meiner Sicht eine neoliberale Partei gegen Vermögensteuer, gegen Mietpreisdeckel. Also aus meiner Sicht sozialpolitisch überhaupt nicht wählbar. Wie sind Sie denn zufrieden mit der Regierung hier in Brandenburg? Könnte mal eine neue Mannschaft ran. Ja? Was anderes sein. Ja. Also Sie sind für einen Politikwechsel? Ja. Ja, ich bin für einen Wechsel. Was stört Sie? Harvey, grüß dich. Schön, dass du hier bist. Ja, danke. Da ist ja ordentlich was los bei euch hier vom Stand. Immer so großer Zuspruch hier? Ja, also in Senftenberg, das ist jetzt der zweite Infostand hier in Folge. Und also in Senftenberg kann man sich tatsächlich nicht beschweren. Hier wurde bei der Stadtratswahl die AfD mit 29% die stärkste Kraft und mit 8 Sitzen in der SVV ist ja auch die größte Fraktion. Und auch sonst ist im Oberspreewald-Lausitz-Kreis die AfD bei den Kreistagswahlen mit 32% die stärkste Kraft geworden, mit deutlichem Vorsprung vor allen anderen. Deswegen sind wir hier gut und gerne in Senftenberg vertreten, weil die Stadt wählt blau. Das heißt, du hast sehr gute Chancen, in den Landtag zu kommen am 22. Die Chancen stehen nicht schlecht in allen. Also wir haben neben Senftenberg noch die Stadt Großregen, das Amt Aldöbern und Drebkow. Was zum Wahlkreis 39 gehört, und überall war die AfD die führende Partei bei den letzten Wahlen, also bei der Europawahl und bei den Kommunalwahlen hier in Brandenburg. Was denkst du, was macht die AfD so stark hier in der Region? Ja, also eine gewisse regionale Verankerung, die halt daraus resultiert, dass ja bei uns doch nicht nur Rechtsextremisten sind, so wie das immer gern behauptet wird, sondern die normalen Menschen. Ja, wir sind alle irgendwie ein Verein, wir sind Arbeiten. Aber das große Problem, der große Zuspruch ist ja für uns die Probleme der Zeit, die halt einfach auf dem Tisch liegen. Ja, Masseneinwanderung, soziale Verwerfungen, die Energiepreise, die in die Höhe steigen, was alles politisch gewollt ist und wogegen ja die AfD die einzige Partei ist, die da der Trend oder die eine ganz klare Einstellung dagegen hat. Gut. Im Schritt. Marsch.
nichts abfallen. Ja, können Sie uns vielleicht helfen? Wir sind hier so ein bisschen reingestolpert in die Veranstaltung. Was genau ist der Anlass? Worum geht es hier eigentlich? Ja, es geht hier eben um Besetzung der Festung durch die preußischen Truppen im Siebenjährigen Krieg. Ja, die eben vorher sächsisch war und danach eben in preußische Hand übergegangen ist. Ja, und da wurde eben aus der Zeit ein bisschen was gezeigt, was dann eben auch der Barockzeit ist. Und eben das Soldatenleben und einfache Bürger und, oder Landleute halt. Das heißt, man findet hier preußische und sächsische Soldaten dann wahrscheinlich? Ja, hier wird fleißig geschnippelt. Was machen Sie hier? Wir kochen. Okay, was wird das? Heute kochen wir einen Hähnchentopf mit Kartoffeln und Bohnen. Mit Originalzutaten, die es halt wirklich damals zu unserer Zeit gab. Und auch zu dieser Jahreszeit halt. Was ist denn Ihre Zeit? 1775. Okay. Wie kommt das, dass es so genau datiert ist? Da wurde der Verein gegründet von uns und das wurde so begründet mit dem Datum. Und einmal im Jahr machen Sie hier Veranstaltungen? Also hier Schloss. In Senftenberg sind wir einmal im Jahr. Ja. Okay. Findet leider nur einmal statt. Ja. Was ist denn, gibt es einen konkreten Anlass? Festungstage. Festungstage. Okay. Also wir brauchen keinen Anlass. Senftenberg ist immer schön. Ja. Was fasziniert Sie denn so an der Zeit? Warum machen Sie das? Weil es sehr entschleunigend ist, ohne Handys, ohne neu moderne Zeug, wirklich nur offenes Feuer, Kochen und Sachen, die es wirklich früher gab. Und da ist man nach so einem Wochenende wirklich viel, viel entspannter als wie immer mit Computers, Telefone und so ein Zeug. Kompakt TV steht wie immer direkt an der Front. Hinter mir sind die Preußen und die Sachsen aufmarschiert. Die Lausitz liegt ja in der Geschichte direkt zwischen den beiden deutschen Großmächten und war deswegen auch ewiger Zankapfel. Und hier kämpfen jetzt die beiden Parteien gegeneinander. Auf dem Wall hat sich das Volk sozusagen versammelt, um zuzuschauen. Der preußische König ist auch dabei. Und letztlich in der Geschichte haben die Preußen gewonnen und bis heute gehört der Senftenberg zu Brandenburg. Unsere nächste Station ist hier der Tag der offenen Tür bei der Feuerwehr in Senftenberg. Fabi auch mit dabei natürlich. Ich habe den Eindruck, dass gerade im Osten die Feuerwehr eine ganz wichtige Rolle spielt, noch für die Kommunen. Drückt der Eindruck, oder? Nee, der Eindruck drückt nicht, das ist auf jeden Fall richtig. Also jeder Junge und auch jedes Mädchen vom Dorf geht und engagiert sich eigentlich in der Freiwilligen Feuerwehr, im Sportverein oder im Schützenverein. Und wir werden mal sehen, ob es hier in Senftenberg, in der großen Stadt, genauso ist. Senftenberg ist die größte Stadt im Kreis. Senftenberg ist die Kreishauptstadt des Landkreises Oberspreewald-Lausitz und ist auch im Wahlkreis 39 hier in Brandenburg die größte Stadt. Gut, dann schauen wir mal rein. Grüße, hallo. Hallo. Hey. Grüß euch. Feier. Nach Thorsten. Grüß dich. Julian, hi. Grüß dich. Grüß dich. Hallo. Bitte. Ihr seid auch von der AfD Senftenberg. Genau. Stadtverordnetenversammlung sogar. Ah, okay. Was haltet ihr von eurem Kandidaten für die Landtagswahl? Also Fabian ist jung, Fabian kommt von hier und Fabian ist glaubwürdig. Also das ist ja der große Wettbewerbsvorteil, den wir als AfD haben, dass wir eben nicht mitgemacht haben. Im Gegensatz zu Herrn Reuk, der da drüben steht, im Gegensatz zu der Kandidatin von der CDU. Wir waren nicht dabei, wir saßen weder am Kabinettstisch noch im Parlament, in der Koalition. Ja, das ist die Glaubwürdigkeit von Fabian.
Ja, ich denke auch Fabian, der schafft das, der macht das hier. Er ist ein guter Kandidat und wird uns gut vertreten im Landtag. Was sind denn so eure Rückmeldungen für den AfD-Wahlkampf hier? Also wie ist das Feedback aus der Bevölkerung? Sehr gut eigentlich. Also ich stoße hier nur auf Unterstützung. Und das gibt natürlich auch ein gutes Gefühl. Und jetzt für den Endspurt, für die letzte Woche, haben wir eigentlich nur Rückenwind. Ja, man orientiert sich natürlich auch an den Umfragewerten. Und die sind ja nun mal für uns sehr gut hier erstmal. Von der Quote der Direktkandidaten, die wir wahrscheinlich ins Parlament bringen werden. Und da werden wir erstmal sehen, wie es ausgeht am Ende. In Brandenburg, ich glaube, 110 ist die Obergrenze. Mit den Ausgleichsmandaten könnte es ja sogar Probleme geben, dass dann nicht mal alle zum Zuge kommen. Ja, also das wird noch ein interessantes Ding hier in Brandenburg. Vielleicht regieren wir auch. Ich hoffe das. Was hat dich gereizt an Landwirtschaft? Warum hast du das studiert? Also ja, ich sag mal, wir haben hier einen kleinen landwirtschaftlichen Nebenerwerbsbetrieb. Da würde ich jetzt diesen Begriff Bauer so, ich sag mal, Nebenerwerb, Hobbybauer, weil das ist dann schon noch was anderes, wenn man wirklich. Landwirt. Genau. Ja. Ich bin immer noch Landwirt, habe das studiert. Warum habe ich das gemacht? Bin so aufgewachsen hier mit Tieren und sich um Pflanzen zu kümmern. Und mir hat das immer Spaß gemacht. Davon bin ich dann irgendwann mal abgekommen, aber habe dann irgendwann noch wieder dazu zurückgefunden. Deswegen habe ich mich entschlossen, nochmal das zu studieren und auch nochmal grundlegend zu lernen. Gerade in der Frage, bedarf es Pflanzenschutz? Wie wächst eine Pflanze? Und um sich damit auch nochmal grundlegend auseinanderzusetzen, das war für mich auch wichtig. Ich habe das Studium abgeschlossen, danach auch 2 Jahre lang auf dem Biobetrieb gearbeitet. Und ja. Jetzt bin ich was hier. Ja auch selten ist, du bist in der Heimat geblieben. Das ist ja auch genau, deswegen, warum bist du hier geblieben? Deswegen habe ich Landwirtschaft studiert. Also für mich war es immer so gewesen, ich wollte hier nicht weg, ich wollte hier was machen. Und dann war natürlich die Frage, auch gerade wenn man studieren ist, was kannst du machen, was es hier gibt? Ne? Also Kohle wird irgendwann vielleicht nicht mehr sein und so einen standardmäßigen Industriearbeiterjob, das hat mir schon in der Ausbildung nicht viel Freude bereitet. Und deswegen Landwirtschaft, ne? Das hast du hier. Und das wird es immer geben, das gibt es schon immer. Das ist der älteste Beruf der Welt und das ist halt immer eine geile Sache. Ne? Wenn du siehst, was du schaffst, was dein Tageswerk ist. Und ich habe das hier so sortiert, also in dem einen Korb kommen die größeren zur menschlichen Verspeisung rein. Ja. Oh, die ist hier ein bisschen falsch sortiert. Das ist die Sorte Bamberger Hörnchen. Ja. Wenn sie nicht genug Platz hat in der Erde, dann wächst sich das alles zusammen. Das ist wie frisch gefischt. Genau, da sind nämlich sonst so eine länglichen Dinger hier und kommen halt aus der Region, wie der Name schon sagt, also Oberfranken, Bamberg. Ja. Also ist ein Import. Hier auf dem Erntefest eine große Heimatverbundenheit, ein großes Traditionsbewusstsein erleben. Denkst du, dass also die guten AfD-Ergebnisse hängen auch mit dieser patriotischen Grundstimmung, sage ich mal, zusammen? Ja, ich denke, das hängt schon miteinander zusammen. Ich meine, die Leute wissen, worum es dann geht. Ne? Also wenn man hier was zu verlieren hat, die ganzen Traditionen, Bräuche, die Zukunft für die Kinder, dann ist das, denke ich, ein genug Ansporn, auch politisch das Kreuz an der richtigen Stelle zu machen. Das heißt, das ist so für die Region auch kennzeichnend. Das könnte ein Grund dafür sein, dass die Lausitz so eine blaue Hochburg ist in Brandenburg. Ja, das denke ich. Das zeigen ja auch Wahlergebnisse, dass generell im ländlichen Raum, egal ob es jetzt in Deutschland, in Brandenburg oder in sonstigen europäischen Ländern ist, dass der ländliche Raum immer eine Basis für patriotische Parteien ist. Was ist für dich das Schöne hier an der Veranstaltung?
Ja, also so ziemlich alles. Ne? Also man sieht so viele Menschen, die man nicht kennt. Also man merkt dann immer wieder, wie groß überhaupt das Land Brandenburg ist. Was alles ausgestellt wird an Bräuchen und Traditionen, was man kennt, was man nicht kennt. Also diese ganzen sorbischen Tänze, die jetzt bei mir in der Ecke direkt nicht so verbreitet sind, weil wir nicht mehr zum sorbischen Siedlungsgebiet gehören. Aber ja, und sonst halt das Gängige, ne, landwirtschaftliche Sachen, das ist schon, ist einfach eine gelungene Veranstaltung. Landwirtschaft, uralte Bräuche und lebendige Traditionen, all das kommt hier zusammen auf dem Erntefest in Drachhausen. Und für all das steht auch die Lausitz. Das heißt, die Lausitz entspricht eigentlich überhaupt nicht dem aktuellen grünen, woken Zeitgeist. Und das wird sie auch bei der Landtagswahl am 22. September unter Beweis stellen. Damit endet unsere Reportagefahrt durch diesen schönen Landkreis. Und wir wünschen Ihnen alles Gute und verabschieden uns damit. Tschüss.